Was nimmt man mit zu einem Weltjugendtag? Was nimmt man mit? Ich habe gedacht, ich lasse euch mal mit reinschauen, was man alles dabei hat. Das hier ist ein kleiner Trolley für die Fahrt. Warum? Tägliche heilige Messe braucht Vorbereitung auch für die Fahrt. Wir werden eine Zwischenübernachtung in Bordeaux haben. Ich möchte täglich die Messe feiern. Deswegen ein Messkoffer. Was ist in dem Messkoffer drin? Ein Kreuz. Ein Kreuz. Stellen wir das Licht um hier. Oh, jo. Ich hoffe, man sieht es halbwegs. Ein Kreuz. Eine Altardecke. Korporale. Kelchtücher, Kelchtuch 2, Kelchtuch 3, Wein, 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 wie beim Alkoholiker hier. Das hier ist eine Monstranz, eine kleine, wenn ich kurz Anbetung halten möchte. Kelch natürlich. Ja, ist alles ein bisschen Puppenstubegröße, das weiß ich, aber besondere Umstände, besondere Maßnahme und Hostien natürlich. Große Priesterhostien und eine ziemliche Menge davon. Ja, das ist mal das Wichtigste im Handgepäck. Jesus liebt euch. Sola ist auch noch dabei. Patine ist alles mit drin. Im schön handlichen Koffer. Was ist noch im Handgepäck? Hier drin ist meine Albe, also mein Priestergewand und eine Stola, Schultertuch, Zingerlum, Messbuch und Brevier. Dann die erspare ich euch eine Unterhose, ein T-Shirt und Socken für die erste Zwischenübernachtung. Zahnpasta, Deo, Zahnseide. Was man so braucht als Mönch. Jetzt packen wir das mal zurück. Uiui. Bevor ich es ausgepackt hatte, war eine Ordnung drin. Handgepäck. Will ich euch das eigentlich alles zeigen? Sandalen habe ich im großen Gepäck. Ich habe Handtücher, 2 Stück. Kopfkissen, Matte und Schlafsack. Ey, die packe ich jetzt nicht aus, wirklich nicht. Es hat mir Stunden gekostet, das alles reinzukriegen. Aber den Rest zeige ich euch mal. Powerbank, Steckdosen, Allmanns auf Reisen, Technikbeutel, Kabel und so weiter. Und jetzt kommt meine Errungenschaft, Leute. Jetzt kommt meine große Errungenschaft. Ich habe da hinten noch so einen Beutel für Waschsachen und so weiter. Da sind auch Medikamente drin, auch für die Jugendlichen. Dann kommt meine Errungenschaft, Leute. Alles schön in Vakuumpacks. Habit, das, was ich anhab. Kurze Hosen und Kolarhemden. Schwimmhose, T-Shirts. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich da nicht waschen kann und ja, so ein bisschen deutscher auf Reisen, ich habe alles vorbereitet. Unterhosen erspare ich euch. Socken. Alles gut aufbereitet. Zeige ich euch nochmal den Waschbeutel. Das schaut so aus. Inhalt spare ich euch von Hip Baby Shampoo, weil ich immer so Kopfhautprobleme habe. Multivitamintabletten, Nasenspray, Sonnending, Augentropfen für Jugend, Fenistil, was weiß ich nicht alles. Ist alles hier drin, falls es einen Notfall gibt. Dann ein guter Hoodie, auf dem hinten drauf steht Blessed, ihr seid gesegnet.
Und ganz wichtig zum Bubu machen, schlafen im Bus, 3 Wasserflaschen, die guten aus dem Gebetshaus Augsburg. Pray, night and day we pray. Und Nummer 2, dann habe ich noch eine Thermoskanne, die mir mein Bruder geschenkt hat. Survival Kit, Achtung. Leute, das ist wirklich mein Survival Kit für Weltjugendtag, Gemeinschaftsunterkünfte. Buff, ihr alle kennt das Teil, schön über die Augen nachts, damit man schön schlafen kann. Und dazu die AirPods in die Ohren, schön mit Noise Cancelling, damit man nichts hört. Und das Ganze, so schlafe ich dann. Ja, das ist das Survival Kit. Gott liebt euch. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Einblick geben können. Jetzt schaut es hier bei mir aus, aber das werden wir schaffen. Gottes Segen euch.